Hallo Flair. Wir sind die Eierköpfe aus dem Royal Bunker. Mann, Patrick, absolute Trauer. Was machst du denn? Mann, so kurz vor Weihnachten. Ich kam letztens in den Bunker und hörte, ein gewisser Herr Flair hat den Bunker beleidigt. Ich zuckte daraufhin nur mit den Schultern und fragte, wer ist Flair? Ach, die Tunte, die Weite. Jetzt fällt's mir wieder ein, Frank White, soweit ich weiß, war er früher ein Team mit Bushido. Ich sah bei meinen Eltern mal sein Video und meine Mutter sagte nur, hoffentlich wirst du nie so. Sie hat eigentlich keinen großen Plan von Rap, aber fragte mich sofort, rappt er nicht wie Echo Fresh? Ganz genau, Mann, das hast du super gut erkannt. Er ist krank und besitzt leider keine Scham, der gute Mann. Aber was soll man noch machen, wenn sogar der Ghostwriter ein peinlicher Biter und Schleimer ist? Ich war bei Gott zu Gast und fragte ihn, was er sich bei dir gedacht hat. Er weinte und weinte, ich weiß es nicht. Irgendwelche Dissons und irgendwelche Bemerkungen überhaupt. Das ist so abtörend. So traurig, Alter. Mann, wir müssen doch reagieren, du kennst uns doch. Wir sind doch so ein bisschen empfindlich. Du rappst auch so beschissen, Alter. Royal Bunker, Motherfucker, leg dich nicht mit uns an. Du bist kein Mann, du bist ein Punk, der außer schwul sein nichts kann. Ja. Oh no, Pussy, das war ein Fehler. Sich Texte schreiben lassen und dann rappen kann jeder. Du warst noch nie ein großes Thema bei uns. Du musstest raus aus mein Viertel, dich hat jeder gebumst. Ha, ich schreib in 5 Minuten einfach einen Vers. Rotz ihn dann hin, du bist die Scheiße nicht wert. Du bist kein G mit deiner geliehenen Kette. Du bist auf keinen Fall der Typ, den Berlin gern hätte. Braucht dich keiner und keiner kann es verstehen, wie man es schafft, so zu biten und wie ein Schwein auszusehen. Ich hoffe, Frank weiß, dass er wack ist, einfach nur schlecht ist und dass an ihm nichts echt ist. Du wärst gern wie Lloyd, doch du bist nur ein Toy. Guck mich an, ich bin ein waschechter Ghetto-Boy. Du bist Deutscher, dann rede wie ein Deutscher. Ich battle dich noch hart, auch wenn ich doppelt so viel räuche. Du bist ein Heuchler, hast nichts auf dem Kasten. Probier es gar nicht mit mir über den Shit hier zu quatschen. Man kann so nicht stehen lassen. Man muss was sagen lassen. Und überleg dir doch bitte in Zukunft vorher, was du machst. Wo kommst du her, Flair? Wer willst du sein, mein Freund? Sicher kein Rapper, denn wer weiß, denn der bleibt dein Toy. Du kriegst 1, 2, 3 deutsche Schellen in dein hohles Vogelface, wenn du dich nochmal an das Mike Mogel fehl. Es ist schlecht, wenn Rap durch so ein Honk in den Dreck gezogen wird, holt Pistolen und Colts. Du schießt 1, 2, 3 große Löcher in deinen eigenen Eier. Kommt mit der Einsicht, ich bin leider schwarz. Wo kommst du her, Flair? Wer willst du sein, mein Freund? Sicher kein Rapper, denn wer weiß, denn der bleibt dein Toy. Du kriegst 1, 2, 3 deutsche Schellen in dein hohles Vogelface, wenn du dich nochmal an das Mike Mogel fehl. Es ist schlecht, wenn Rap durch so ein Honk in den Dreck gezogen wird, holt Pistolen und Colts und schieß 1, 2, 3 große Löcher in deinen eigenen Eier. Kommt mit der Einsicht, ich bin leider Schrott. Na guck mal, ey, ganz ernsthaft. Bei diesem Part, den du da jetzt geschrieben hast, dieses Ding, was du da im Internet veröffentlicht hast, da war ja offensichtlich dein Ghostwriter nicht am Start, oder? Der war schon in Weihnachtsferien. Hey. Es ist echt absolut lächerlich gewesen. Und dann auch noch im Echo-Flow. Original Echo-Flow ist wie vor 5 Jahren. Alter, hör auf. Hör einfach auf mit Rappen.